Darf ich mal eine Frage stellen? Ja, also es geht darum, ich heirate in 2 Wochen und ich wollte fragen, fallen Ihnen irgendwelche Gründe ein, warum man heiraten sollte? Ich war noch nie verheiratet, aber wenn es nicht anders geht, bei Ihnen. Da muss. Ja. Was muss, das muss quasi. So ungefähr, ja. Hallo. Sind das alle Gründe, die Ihnen einfallen? Zur Heirat? Oder haben Sie noch ein paar Gegenargumente? Gegenargumente? Ja, wenn Kinder kommen, gibt es ja Kindergeld. Ja. Aber das kriegt man, glaube ich, auch, wenn man nicht verheiratet ist. Da kenne ich mich nicht so aus. Ja, aber ja ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe noch keine Kinder, deswegen. Ja, aber dann meistens ist ja so, dann bekommt ja die Frau die Rente, weil die Frau dann älter eigentlich. Ja. Weil wenn sie nicht verheiratet sind, geht es nicht. Mhm. Aber das ist schon mal also, abgesichert. Ein großer Vorteil. Sehr großer Vorteil. Ja. Oh. Sonst sehe ich eigentlich auch direkt kein Vorteil. Kann man auch so zusammenlegen. Das ist stimmt. Wahrscheinlich. Das stimmt, das machen wir auch schon lange. Die gesetzliche Absicherung ist das halt. Ja. Und zwecks der Hochzeitsfeier, dass mein Beruf machen kann. Dass man ja, Mann, ja, das ist ein Neues saufen kann. Das ist richtig, ja. Wenn Sie auch jemals heiraten, oder? Nein. Ich war immer mit meiner Bierflasche verheiratet. Mit der Bierflasche? Die Alte, ja. Die können nur das Bier aus dem Keller holen. Ja. Das ist also, ein Vorteil, würde ich sagen. Das lasst einen nicht in den Stich, wenigstens bei Trauer oder umgekehrt, das weiß ich nicht. Verstehen Sie, wie ich meine? Ja. Aber natürlich ist vielleicht auch Fliegerwoche, was macht man da so? Hochzeit? Ja, in Venedig. In Venedig? Ja. Ja. In der Gondel? Ja, das schmeckt überall. In der Gondel, Bier saufen. Das schmeckt da überall. Ja. Nein, mit dem Kolbe. Ja, wenn der da so mit der Gondeliere so sticht, da so leicht beschwingt, ist doch eine einwandfreie Atmosphäre. Einwandfit? Da schmeckt das Bier gleich doppelt so gut. Apropos, wo ist unser Bier? Wir hätten keins. Aber wir schaffen uns jetzt welches. Du hast das Shampoo. Ja, nur neu.